Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Ori and the Will of the Wisps. Und einen Daumen nach oben, denn Abonnements sind natürlich wie immer umsonst. Und ich hoffe, ihr musstet nicht so lange warten auf das hier. Der Doppelsprung ist jetzt ein Flügelschlag, das ist süß. Oh, ich kann auch nicht mal angreifen übrigens. Ich kann auch mit meinen Spezialangriffen angreifen. Ups. Hallo, Affe? Du strahlst Hellgeist, du störst die Stille. Unsinn, sie hört, sie sieht und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun, ah, sie werden nie verschwinden. Ich glaube, Geräusche machen ist nicht so gut. Ich glaube, Geräusche machen heißt tot. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Da ist aber eh noch ein. Da kommen wir so nicht ran. Lärm ist nicht gut, sollten wir nicht machen. Können wir die Fähigkeiten auswählen? Nein. Hier sind festgeschriebene Fähigkeiten, leider. Aber irgendwie müssen wir das öffnen können. So. Okay, aber an das letzte Ding kommen wir nicht mehr, glaube ich, damit. Ah, ich weiß, wie es geht. Okay. Moment, das machen wir. So geht's. Danke, Kuh, für die Hilfe. Ah. Weil wir steuern ja gerade Kuh quasi. Sie hütete die Stille. Aber die Kodierung schon wieder überlastet gerade bei mir. Oh, es fehlt noch eins. Ah.
dachte, wir hätten vier. Oh. Ah, hier ist noch eins versteckt, wa? Ja. Das war knapp. Sehr stimmungsvoll gerade. Deswegen bin ich so ruhig. Es tut mir leid, aber... Und die Stille wurde gewahrt. Ich weiß, das war gerade lustig. Nee, so war das wirklich nicht gedacht. Aua. Wollte mir die Euler hier angucken. Tja. Der Weg heim, so nah und doch so fern. Bloß keine Geräusche machen.
Oh nein! Hau ab! Wir müssen schnell hier weg, Kuh. Ganz, ganz schnell weg hier. Ah, die Feder. Lauf, Kuh! Lauf weg! Ich lenk's ab! Lauf weg, Kuh! Mann! Wir konnten Kuh nicht beschützen. Wir haben alle unsere Fähigkeiten verloren übrigens. Da oben ist nix. Ich glaube, Kuh lebt nicht mehr.
Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte. Aber ihr Licht war zu schwach. Zu viele fielen dieser finsteren Zeit zum Opfer. Vor allem die Kleinsten unter uns. Mit dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Die Geister gingen zugrunde und unser Land fiel dem Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt, sind kaum noch Irrlichter. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Die Erinnerung des Waldes, gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen, verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft, versunken im Wasser im Westen. Das Herz, vergraben unter den Dünen im Osten. Und die Stimme an deiner Seite. Alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille der Irrlichter. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken. Ich werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden dich mit all unserer Macht unterstützen. Nimm dies, Ori. Damit kommst du weiter. Wir bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Kurus Feder. Eieieiei. Das war jetzt ein ganz schöner Dolchstoß ins Herz. Aber es gibt noch Hoffnung, wie man hört, wenn wir alle Irrlichter finden. Wenn es der Wille der Irrlichter ist. The Will of the Wisps. Die titelgebenden Irrlichter. Sehr gut verstehen, wenn das Leuten jetzt sehr nahe geht. Mir geht's auch sehr nahe. Ich habe auch Pippi in den Augen. Aber das Spiel macht das absichtlich so. Das ist Absicht vom Spiel, dass wir alle Pippi in den Augen haben. Oh man, er trinkt instant in dem Spiel, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man würde wenigstens Leben verlieren oder so, aber nee, es ist sofort tot. Aber wie gesagt, es gibt noch Hoffnung. Heute ist nicht aller Tage. So.
Also da oben die Energiezelle konnten wir wegen der Fähigkeit nicht holen. Ich fragte mich gerade, warum haben wir die nicht geholt da oben? Und jetzt habe ich mich gerade erinnert, warum ich sie nicht geholt habe. Wir Mokis sind traurig, dass Schrik der kleinen Eule wehgetan hat. Wir sind auch traurig, dass Quolok fort ist. Wir sind nicht traurig, dass du helfen willst, aber wir sind besorgt. Ihr seht, was ich da sehe, oder? Oh, ja. Da ist was versteckt. Ich habe es gerade eben ganz genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, dass da was ist. Man kommt da nicht hin. Na warte mal, muss man das vielleicht mit einem von diesen Dingern hier zerstören? Jetzt bin ich da oben, wo ich hin wollte. Aber nee. Da leuchtet was dahinter. Da ist eine kleine Kammer und da leuchtet es irgendwie. Da leuchtet was hinter. Naja, dann ist da vielleicht nichts, aber ich glaube, da ist was. So, wo gehen wir jetzt? Ich glaube, wir gehen am besten mal ins Dorf. Hallo, der griesgrämige Vogel hat mir gesagt, du hättest viele Moki geholfen und viele Geheimnisse entdeckt. Du hast Schlappohren, aber du findest trotzdem Freunde. Oh mein Gott. Diese Stacheln. Hallo, du musst der Geist sein, von dem alle reden. Willkommen auf der Brunnenquelldichtung. Es ist schön hier, Grom, der Golek baut uns neue Häuser. Und Vera kocht uns Moormuschelsuppe. So würzig, so köstlich. Jetzt kommen wir hier hoch. Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Deswegen bitten wir Grom, die Lichtung zu verschönern. Wir würden es selbst tun, aber wir sind klein und spielen lieber. Tja, ihr seid klein und seid einfach faul. Das ist die Wahrheit. Ihr seid klein und faul. So wird ein Schuh draus. Die arbeitsfaulen Lumpen da. Ich wandere gelegentlich. Einmal bin ich zu den Luma-Seen gereist. Es ist sehr schön dort. Hinter dem Brunnenquell gibt es ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Wenn du von oben auf dem Rad nach Westen gehst, findest du die Luma-Seen. Ja, aber die Luma-Seen sind mir echt ein bisschen zu krass gerade, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, sind mir die Luma-Seen zu krass. Hey Geist, ich habe das von deiner Freundin gehört. Es tut mir leid. Dieser Tage fallen so viele Dinge in sich zusammen. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen, wenn das zerborstene Licht wieder eins ist. Wir Gorlek haben vor langer Zeit einen Splitter dieses Lichts in meiner alten Heimat im fernen Osten verborgen. Unsere Türme ragten weit über den Hügeln hinaus, bevor der Wind und der Sand sie in sich zusammenfallen ließ. Sieh dich vor, wenn du dorthin gehst. Es ist ein unwirtlicher Ort. Aha. Ja, wir brauchen deutlich mehr Golek-Erz.
deutlich mehr. Ich habe gehört, was deiner Freundin passiert ist. Und es tut mir leid. Es tut mir leid um deine Freundin und mir jede, die ihr wehtat. Es gibt nichts Übleres, als wenn die Starken den Schwachen schaden. Aber die Vereinigung des Lichts, das ist vielversprechend. Wir brauchen etwas, um der Dunkelheit, dem Staub und dem Sand zu trotzen. Vielleicht kannst du das schaffen. Was? Vielleicht kann ich das schaffen. Hast du Angst vor Spinnen? Ich habe nie eine gesehen, aber wenn ich es täte, hätte ich große Angst. Ich habe gehört, in den Schimmelwaldtiefen gäbe es viele Spinnen. Es ist gut, dass sie von einem steinernen Wächter dort drin gehalten werden. Ja, das ist eine gute Hütte, ein gutes Zuhause. Meine Familie wird hier glücklich sein. Wir haben halt jetzt einige Orte, an die wir gehen müssen, ne? Also. Drei Irrlichter sind noch verschwunden. Ich habe schon eins. Also stimmt, ich habe ja eins. Stimmt. Eins habe ich ja schon. Das ist richtig. Wir müssen auch Familientreffen auch noch erledigen irgendwann. Finde die Augen des Waldes. Ah. Okay, also ist jetzt wirklich richtig, richtig Open World und so. Aber wir können uns jederzeit mit den Dinger teleportieren. Das hätte mir mal jemand sagen sollen. Dann wäre ja vieles viel, viel einfacher gewesen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir uns jederzeit teleportieren können. Hier oben ist das in den Dings, aber hier können wir ja dann theoretisch auch hingehen, oder? War hier irgendwo ein Teleporter? Ja, hier war einer. Natürlich ein bisschen weit weg, aber hey. Schauen wir mal. Ich dachte, man muss immer auf den Plattformen stehen, um sich teleportieren zu können. Ich frage mich, ob das im ersten Teil auch schon so war, dass man von überall zu den Dingern hin teleportieren kann, ich das einfach nicht gecheckt habe. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Aber da kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir eine andere Fähigkeit. Der Sumpf, das ist nicht so geil. Der Sumpf tut weh. Ich habe gedrückt, aber er hat das nicht akzeptiert, das Dashen. Wo ist denn das Smoky zu Hause? Das ist ein ganz schönes Stück weiter weg.
Das ist jetzt ein bisschen blöd. Kannst du mir auf mich schießen, bitte? Ja, das reicht mir nicht. Kannst du nochmal schießen, bitte? Schade, ich bin nicht schnell genug. Boah, war das knapp. Ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet übrigens. Ich weiß nicht warum, aber... Ich habe die aus Versehen auf B gepackt, okay. Dann tue ich mal die Heilung mal wieder hier drauf. So. Na, das war nicht so gut. Das war nicht so clever. Oh, der Part ist eigentlich schon links vorbei. Der Weg zurück ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Okay. Hier oben ist auch noch irgendwas Verstecktes. Lichtträger, deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot, kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum harrt noch aus, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meiner letzten Tochter heilen. Trage ihre vergifteten Ast, Lichtträger, finde einen Naturheiler, mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Okay, dann müssen wir das hier erstmal wieder gut machen. Upsala. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.